Servus Freunde und willkommen zur 48. Folge vom FIFA 20 Karrieremodus mit dem ersten FC Magdeburg. Und heute geht's gegen Leicester City. Wir springen einfach mal direkt in die Pressekonferenz, da wo wir schon drin sind jetzt. Tudibo war zuletzt gut drauf, wird er heute nicht spielen. Rotation ist wichtig, ich ändere die Taktik. Ja, heute möchte ich mal was ausprobieren. Jedes Spiel ist anders und ich möchte versuchen, immer die Gegenseite zu überraschen. Ja, geht es für sie mit dem nächsten Sieg weiter? Wir müssen konzentriert bleiben. Natürlich, wir müssen konzentriert bleiben. Ja, wir müssen komplett konzentriert bleiben, ja. Weil Tuvas könnte Leicester City gegen ihre Mannschaft gewinnen. Könnten sie. Möglich ist alles. Ja. Deswegen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, wir springen direkt ins Spiel. Also, auf geht's zum Spiel. Europa League. Erstes Heimspiel in der Gruppenphase. Und das gegen einen starken englischen Club und namens Leicester City. Mal schauen, wie die aufgestellt sind. Wir haben ein bisschen rotiert. Ja, ihr seht es ganz kurz ein bisschen. Und jetzt gehen wir zu den Aufstellungen. Tabellensituation. Noch unser. Und das ist die Aufstellung von uns. Ihr seht, Nübel natürlich im Kasten. Wäre. Dann haben wir Neu mit drinnen. Haben wir noch Diaby, haben wir noch mit Neu mit drin. Ja. Und sonst eigentlich unsere komplette Startelf. Mit Süle und Gomez in den Verteidigungen. Und Tudibo ist auch neu, natürlich. Mal ganz vergessen. Und das ist die Aufstellung von Leicester City. Natürlich mit noch immer noch mit Kasper Schmeichel im Kasten. Soyuncu, Evans, Justin, Bernardo, Gray, Besson, Perez, Praid, Chad Harry und Gacinovic, der von Frankfurt ist es doch, oder? Und deswegen würde ich sagen, let's go! Und Ronaldo! Erste Chance nach gerade mal 10 Minuten. Oh, Chad Harry, aufpassen! Chad Harry! 1-0 Leicester! Der Lockenkopf. Und sonst freut sich halt gar keiner. Vor 4 Minuten unsere Chance und dann machen die das sehr stark zu Ende gespielt, haben sie das, ja? Ganz stark. Heieieiei. Muss man aufpassen, was man jetzt hat. Wenn wir jetzt weitermachen, das müssen wir hier richtig loslegen. Ronaldo. Ronaldo, setz dich da richtig gut durch. Und dann macht's klack, klack. Klack, klack. Hat's gemacht, du. Ja, hier macht er richtig stark und das ist. Ich weiß nicht, gegen wen es war, aber ich glaube, es war der Belgier. Ja, genau, der Praid. Ich weiß nicht, wie man ausspricht und schmeichelt. Gar keine Chance. Das war jetzt richtig gut. 35. Minute, 1-1. Und jetzt müssen wir siegen. Jetzt muss man einfach so weiterspielen. Ganz ruhig immer bleiben, weil sie stehen sehr tief. Es ist Pause und wir spielen bis jetzt besser. Aber ja, es steht trotzdem noch 1-1, obwohl Leicester City erst einen Schuss hatte. Aber trotzdem, es ist nicht einfach. Weil die stehen hinten sehr tief. Ja. Und dann, wenn sie den Ball kriegen, sind sie echt schnell vorne. Und deswegen müssen wir da aufpassen. Und wenn sie schnell vorne sind und wir den Ball irgendwie kriegen würden mal. Irgendwie den Ball erkämpft bekommen in der Vorwärtsbewegung. Dann, ja, kriegen wir es nicht hin, den Ball mal reinzulegen. Ja, außer einmal bis jetzt.
Haaland. Jetzt hat in der Mitte Ronaldo. Es zählt. Ich dachte, es wäre abseits. Und ich dachte wirklich, das wäre abseits. Ja. Ja, eigentlich wollte ich auf Baumann spielen. Aber, naja. Geht auch. Und was macht Schmeichel da? Ich frage mich gerade, ob ich das eine reingeschnitten habe. Aber, wenn ihr es gesehen habt, wie ich es reingeschnitten habe, dann habt ihr gesehen, dass Pogba von Real Madrid wechselfreudig ist. Und drunter ist einfach ein VfL Wolfsburg-Wappen gewesen. Als würde der von Real nach Wolfsburg wechseln. Dann wäre er schön blöd, ha? Oder ich blende jetzt gerade hier unten irgendwo ein. Keine Ahnung, wie ich es mache. Oh, oh. Oh. Dachte, ich krieg's irgendwie noch verteidigt. Schade. Na? Verriere mit dem Fehler. Ja, weil ich hab den Ball da nicht weggekriegt mit Verriere. Was sehr schade war. Ganz gefährlich werden. Hei, 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 hei. Wie gesagt, wenn Leicester nach vorne kommt, ist das nicht allzu ungefährlich. Weil Leicester macht das echt stark. Und endlich habe ich ja gewechselt, aber das haben sie nicht angezeigt. Geil. Ich habe jetzt Baumann runtergenommen und Marin eingewechselt. Wir wechseln noch zweimal. Diaby geht runter, Greenwood kommt und Ferrer geht runter und Wagnermann kommt. Oder Wagnermann. Und jetzt komm. Marin. 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 Leg ihn irgendwie in die Mitte, Paulinho! Eigentlich wurde ich auch Ronaldo! Paulinho. Und. Oi! Oh, aber abseits, glaube ich, sogar auch noch. Ja? Haaland! Haaland! Rettet uns! Der rettet uns! 3-2! 92. Spielminute! Meine Güte, Marin! Hier spielt er wunderschön auf Haaland und der macht da den Körper rein! Und dann hämmert er den Ball durch! Schön rein! Söhnchen kriegt den nicht verteidigt und Schmeichel kriegt die Hände da ein bisschen dran, aber nicht richtig gut! Und deswegen führen wir jetzt mit 3-2 und das zur letzten Minute. Das sollte die Entscheidung sein. Und das ist hier auch die Entscheidung. Der 1. FC Magdeburg gewinnt das Gruppenspiel gegen Leicester City. Ja, unser erster Rivale um den Platz 1. Den haben wir jetzt geschlagen, sind mit 5 Punkte bis jetzt Vorsprung. Ja. Und keine Ahnung, warum in der Europa League die Namen rumbacken. Ja. Aber erst backen sie in der Bundesliga. War das, glaube ich. Und jetzt dann auch in der Europa League, oder was? War das so? Weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ja. Wir haben ganz gut gespielt, Leicester hat auch gut gespielt, muss man echt mal sagen, muss man auch echt sagen, ja. Aber es war ein knappes Spiel, wir haben gut gewechselt, muss man sagen. Marin, grandiose Leistung mit 8,4, war besser als Diaby. Ja, das ist ein perfekter Einwechselspieler. Das ist einfach ein perfekter Einwechselspieler, der Marin. Ja, das ist ein perfekter Einwechselspieler. Er kann die kleine Akzente auch wieder setzen und das ist immer echt recht gut, ja. Muss man echt sagen, der ist echt gut. Und deshalb gehen wir ins Interview.
Was für ein aufreibendes Spiel war das hier bitte? Ja, wir gewinnen mit 3:2. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel. Todibo sagt halt richtig gut drauf. Wie zufrieden sind sie mit seiner heutigen Leistung? Er hat. Wir müssen abwarten. Er muss weiter so spielen. Ja. Deswegen. Er ist gut drauf. Das wissen wir alle. Ronaldo heute mit 2 Toren. Ja. Das ist eine tolle Leistung. War es. Es war bis zum Schluss für. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. War das Glück oder... Manchmal braucht man ein Prise Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Alter, was hat denn das mit Glück zu tun? Wir haben jetzt die Chance richtig gut rausgespielt. Das ist nichts mit Glück. Ich danke Ihnen. Ach ja, wir haben ja noch ein monatliches Scouting-Update. Aus der Schweiz. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Die hier sehen beide eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Aber, ja. Ihr seht's. Die haben beide unter 100.000 Marktwert. Ja, ich lasse einfach mal drin, die Schweizer. Und schauen im nächsten Update mal, ob da, ob die sich verbessert haben oder nicht. Soll ich alle rauskegeln bis auf den Kuhn? Oder soll ich noch alle drin lassen? Oder den Jansen dann verkaufen? Und vielleicht ein bisschen mitspielen lassen? Weil ein 85er Potenzial ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben und den Van den Linden, wir können jetzt mal in die Kommentare schreiben. Weil mit 16 Jahren RM kann man eigentlich gebrauchen mit 85er Potenzial. Auf geht's ins Bundesligaspiel gegen Freiburg und das gewinnen wir. Dank Ronaldo und Hoever. Auf ins nächste Training. Ich habe jetzt mal den Kuhn einfach mal mit ins nächste Training reingemacht, ja, anstatt Neumann. Weil Neumann hat eine 83 eigentlich, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und deswegen haben wir einen Kuchen mit reingepackt. Nochmal neue 2-monatliche Scouting-Updates. Jetzt sind es, glaube ich, aus Deutschland und aus Belgien. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es keiner. Aber in Deutschland ist es einer. Und der hat ein passables. Aber alleine schon, er hat Gesamtrating von 57 auf 75. Aber ein Potenzial von 72. Wie soll denn das bitte gehen? Und in Belgien haben wir genauso einen. Und der hat aber leider nur 230.000 Marktwert, aber trotzdem nicht schlecht. Der Niklas Meyer, der sieht endkrank aus mit einer 62er Gesamtstärke mit 16 Jahren. Und er ist noch nicht so krass, aber ja, ist gar nicht mal so schlecht. Nächstes Training, glaube ich, fange ich den Meyer mal rein. Aber gut an. Ich mache da mal so ein komplettes Jugendmannschaftsteam vielleicht. Ja, wird das auch was im nächsten Training dann, weil eigentlich sieht das Training der ersten Mannschaft ganz gut aus. Auf geht's gegen Leverkusen. Erster sind wir. Und Leverkusen ist, glaube ich, Dritter. Wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Und das in der Bay Arena. Wir sind einfach, glaube ich, immer noch wirklich Erster, weil... Ja, Leipzig nicht... gewinnen konnte und wir gewonnen haben mit wir sind aber trotzdem punktgleich. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier gegen Leverkusen spielen. Auf zu den Aufstellungen. Ach ja, hier sehen wir nochmal die Tabelle. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, Magdeburg Erster und Bayer Leverkusen Dritter. Aufstellung von Leverkusen: Radetzky im Kasten, Keane, Manolas, Jerome, Boateng, Cafaro, Brooks und so weiter. Ja, Sanabria, Moura, Leao vorne drin. Das andere noch. Amir und Havertz. Alles klar. Brooks heißt ZDM. Schauen wir mal, wie er sich da schlägt. Ja, Dreierkette bei Leverkusen. Neumann, wir natürlich im Kasten wieder. Davis, Gomez, Süle und Hoever. Dann Tonali. Dann Szoboszlai und Paulinho. Und Greenwood als Mittelstürmer, Haaland und Ronaldo davor. Und das ist eine richtig starke Elf. Auch wenn Baumann heute draußen bleiben darf. Aber wir müssen hier mal ein bisschen rotieren, damit jeder ein bisschen zufrieden ist. Oh mein Gott. 1-0 Leverkusen. Yay! Yay!
Geilo! Wir gehen irgendwie sehr oft in Rückstand. Ich weiß aber nicht warum. Und. Alter. Ich wollte gerade sagen, haben wir Glück, aber es steht 2-0. Müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht komplett unter die Räder kommen. Oh. Ey. Ich wollte gerade sagen, Schier, ey. Er schießt sie nicht weg. Ich drück, schieß weg. Also. Nee. Auf geht's in den Konter, komm. Wer läuft mit? Wer läuft mit? Haaland, komm. Komm. Der andere muss den anderen verteidigen und deswegen ist Haaland da durch und es steht nur noch 2-1. Und wir haben noch 5 Minuten. Wir sind nach 5 Minuten. Sind wir wieder dran? 2-1 nur noch, Mann. Meine Güte. Super gemacht von Paulinho bei der Ecke. Vielleicht habe ich die Szene komplett drin gelassen. Ich weiß es nicht genau, aber. Alter Schwede. Erst Leverkusen mit so einer Hardcore-Chance. Und dann vergeigen sie die Ecke und wir machen das 2-1. Boah! Puh! Stark gemacht. Oh, 6. Saisontor von Haaland. Jetzt Greenwood! Der ist komplett da durch! Greenwood! Jetzt ist er drin! 2-2! Was ist denn hier los? Was ist hier los? Schiri, ha? Trainer, was ist los mit dir, Leverkusen, ha? Was habt ihr denn? Ha? Jetzt auf einmal sind sie offen, da ist ein Scheunentor. Huiuiuiuiui. Schauen wir mal, was wir jetzt noch so machen. Einfach dahinter stehen bleiben. Nein! Ich dachte, er spielt ihn rein, deswegen kam die Grätsche. Ja, dass er nicht reinkriegt den Ball. Aber jetzt gibt's Elfmeter. Aber wir wechseln auch. Ja, Marin kommt für Greenwood. Nein, das kann ich nicht halten. Man entscheidet sich meistens für eine Ecke. Havertz mit dem 3-2. 20 Minuten haben wir jetzt noch, um den Ausgleich zu machen. Ja, der war gut. Marin. Zieht. In der Mitte Ronaldo! Und da sind's. 3-3 durch 1, 2, 3. Und dann macht das halt so. Ich und dann. Ganz stark gemacht, ja? Jetzt kommt noch Diaby rein. Bringen wir wieder frisches Tempo auf den Platz. Der Einzige, was 100% irgendwann mal meckern wird, ist Sabi. Weil ich den zurzeit halt gar nicht spielen lasse, aber. Ja. Die anderen machen es halt gut. Deswegen war auch gar nicht mal so schlecht, dass ich Marin verpflichtet habe, weil Marin echt stark ist, Alter. Szoboszlai und jetzt kommt Diaby. Ja. So, 15 Minuten, um den Sieg klar zu machen. Wir wechseln noch einmal. Paulinho geht und Ole Baumann kommt. Und dafür geht jetzt Marin auf den rechtes Mittelfeld. Nicht auf den rechten Flügel, weil rechter Flügel ist es ja nicht. Laut Position. Zack.
auf Ronaldo. Und Radetzky hält ihn. Schade. Und das Spiel ist aus. Eieiei, ein sehr starkes Spiel, 3-3. Ja, ein richtig starkes Spiel, muss man echt sagen. Ja, es war ein richtig spannendes Spiel. Ja. Eieiei, hätte ich diesen Elfmeter vielleicht nicht gemacht, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Ja. Aber ich musste ja irgendwie da hingehen. Irgendwie musste ich hingehen. Das ist es ja. Irgendwie muss ich da hingehen einfach, ja. Ah. Ja. Aber trotzdem, ist ein gutes Ergebnis nach der 2-0. Wenn man 2-0 hinten lag, war das ein gutes Ergebnis. Alleine war eigentlich Leverkusen von laut Chancen klar besser war. Aber sonst war das ganz gut. Die Leistung der Mannschaft war auch sehr stark. Ja, wir müssen halt echt schauen, dass wir da echt ein bisschen mehr Stabilität von uns selber, weil wir zocken es, ja. Also es liegt nicht an der Mannschaft selber, es liegt an uns, dass wir keine Stabilität in der Mannschaft haben. Hallo, ein bisschen traurig bin ich schon, aber auswärts unentschieden ist gut, solange du zu Hause gewinnst, hat mal ein bestimmter Fußballer gesagt. Ja, zu Hause kannst du gewinnen und auswärts spielst du unentschieden und dann, ja, bist du halt Meister. Warum rede ich eigentlich nicht? Bin ich dumm? Hätten Sie zur Pause gedacht, hier heute noch einen Punkt zu retten? Nein. Ich habe besorgt über unseren Auftritt. Ich wollte heute mindestens einen Punkt dann haben, ja? Ich war auch nach dem Rückstand noch zuversichtlich, dass wir eine Niederlage vermeiden können. Wir geben nie auf. Und das haben wir bewiesen. Zwei Teams auf Augenhöhe heute. Wie beurteilen Sie die Leistung? Wir hätten gewinnen müssen. Ich verstehe, dass Team frustriert ist. Oh, das. Es war enttäuschend. Wir hatten gute Szenen, aber diese Chancen hätten wir nutzen müssen, denn gewinnen wir das Spiel. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen, gut. So, wir gehen jetzt einfach mal ins Training. Wir haben jetzt 3 insgesamt Jugendspieler drin. Und schauen mal, was da jetzt noch so passiert dann. So. Jetzt war es das mit dieser Folge, auch wenn ich jetzt erst wieder die Kamera mache, aber ja, ihr seht, die Tabelle der Europa League sieht so aus, wir sind Erster. Slavia Prag hat bis jetzt nur unentschieden geholt und das gegen eigentlich einer der schwächsten Teams. Und nochmal ganz zum Schluss kriegt ihr nochmal die Bundesliga-Tabelle und jetzt würde ich sagen, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo auf diesem Kanal da, um nichts mehr von dieser geilen Karriere zu verpassen. Es sind geile Spiele dabei, immer wieder mal. Ja, weil ich es auch selber immer ein bisschen selber spannend mache irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie mache. Aber in der nächsten Folge wird es rasant. Und darauf könnt ihr euch freuen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.